Die Star Wars Sequels haben uns einige sehr interessante neue Charaktere gebracht. Doch der Charakter, der unter den Fans die wohl größten Kontroversen hervorgebracht hat, war Kylo Ren. Für die einen ist Kylo ein weinerlicher Junge, für andere ist er Matt, der Radartechniker. I'm Matt, I'm a radar technician. Und für wiederum andere ein furchteinflößender Bösewicht. Warum ich finde, dass er zumindest ein sehr interessanter Charakter und sogar ein guter Bösewicht der Star Wars Galaxis ist, stelle ich euch heute in diesem Video vor. Vielleicht denken sich jetzt einige von euch, oh, das glaube ich kaum. Aber wartet erstmal bis zum Ende des Videos ab. Als uns Kylo Ren in Episode 7 das erste Mal vorgestellt wird, sehen wir direkt, dass er ein fähiger Anführer ist, der auch nicht vor grausamen Taten zurückschreckt. Und gleichzeitig wird uns in dieser Szene auch schon gezeigt, wie mächtig er in der Macht ist. Kylo friert hier einfach einen Blasterschuss ein, was noch nie vorher von einem Machtnutzer in den Filmen getan wurde. Doch im Laufe des Filmes merken wir, dass Kylo anders als die anderen Bösewichte in Star Wars ist. Denn Kylo scheint nicht komplett der dunklen Seite der Macht verfallen zu sein. In ihm herrscht ein Konflikt zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht. Zwischen den Lehren seines Onkels Luke und den Lehren Snokes. Doch anders als sein Großvater Darth Vader ist sich Kylo diesem Konflikt bewusst. Während Vader glaubte, ganz und gar der dunklen Seite zu dienen und sich dann im Endeffekt gegen Palpatine wandte, um seinen Sohn zu retten, weiß Kylo von Anfang an, dass in seiner Brust zwei Herzen schlagen. Doch das eine, welches für die helle Seite der Macht schlägt, möchte er ausradieren. Deshalb tötet er in Episode 7 dann auch seinen Vater. So haben wir hier in Episode 7 einen fähigen Schurken, dessen wahre Loyalität unklar ist. Anders als wir es bei Palpatine, Darth Maul, Tarkin oder dann später Darth Vader gesehen haben. Bei diesen Charakteren war es bis kurz vor Ende von Episode 6 klar, dass sie die Bösen der Geschichte waren. Meist ohne eine großartige Erklärung, warum sie das taten, was sie taten. Dieser Konflikt in Kylo macht die Geschichte um ihn herum dann nur noch spannender, wenn wir zur Zeit von Episode 8 kommen. Denn hier starten wir mit einem Kylo Ren, der einen Konflikt in sich hat, den er glaubt besiegt zu haben. Der es dann aber doch nicht schafft, auf seine Mutter auf der Brücke der Rados zu schießen. Und als sich ihm dann die Möglichkeit bietet, sich gegen seinen eigenen Meister, gegen Snoke zu richten, tut er das ohne zu zögern. Doch nicht, um auf die helle Seite der Macht zu wechseln, sondern um Snoke zu ersetzen und selbst zu regieren. So hat sich Kylo quasi für keine der beiden Seiten in seinem Konflikt entschieden, sondern einen Mittelweg gefunden, um aus diesem Konflikt herauszukommen. Gleichzeitig wird uns an Kylo in Episode 8 gezeigt, dass nicht jeder Bösewicht immer böse und jeder Held einer Geschichte immer gut sein muss. Kylo Ren in der Form ist nämlich nur entstanden, weil Luke schwach wurde und beschloss, seinen eigenen Neffen Ben Solo zu töten. Das macht Luke in diesem Moment selbst zum Bösewichten, der den bösen Kylo Ren erschuf. So ist Kylo nicht einfach böse, weil er böse sein will, wie zum Beispiel Palpatine, Maul oder Dooku dargestellt werden, wenn man das erweiterte Universum außer Acht lässt. Nein, Kylo fühlt sich von Luke, den Jedi und der neuen Republik verraten, weshalb er sich dann auch schließlich gegen sie stellt und versucht, sie zu vernichten. So wissen wir, dass Kylo ein fähiger Machtnutzer ist, der eine starke Motivation besitzt, sich gegen die Machthaber der Galaxis zu stellen. Und doch bleibt am Ende von Episode 8 eine gewisse Ambivalenz. Kylo ist offen gegenüber Rey, bietet ihr einen Platz an seiner Seite an und will sie nicht unbedingt sofort vernichten. Das macht die Zukunft für Kylo für uns sehr ungewiss nach Episode 8. Kylo hat hier, wie gesagt, eine starke Motivation und keinen mehr über ihm, der ihm befehlen könnte, was er zu tun hat. Wird sich Kylo gegen seine Mutter und gegen Rey stellen? Wird er versuchen, einen Kompromiss zu schließen und in Friedensverhandlungen treten? Oder wird er sich vielleicht doch gegen die Erste Ordnung wenden und sich mit Rey zusammentun? All das zusammengenommen, seine starke Motivation, die zur Schaustellung seiner Fähigkeiten, aber gleichzeitig auch diese Unberechenbarkeit seines Charakters, machen Kylo für mich zu einem sehr guten Star Wars Bösewicht. Aber was sagt ihr? Könnt ihr meiner Argumentation zustimmen? Oder habt ihr andere Argumente dagegen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und falls ihr euch jetzt wundert, dass dieses Video anders aussah als meine anderen Videos, liegt es daran, dass der liebe Janobot das Video heute für mich geschnitten hat. Janobot macht selber verschiedene Videos zum Thema Star Wars, mit Fan-Edits, Parodien und mehr. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch mal bei ihm vorbeischauen. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!